Wir müssen die Proteaner VI finden. Shepard, das ist mein Stuhl. Außer diesem Stuhl ist Ihnen auch nichts geblieben. Cerberus ist am Ende. Im Gegenteil. Wir haben alles erreicht, was ich geplant hatte. Fast alles. Wir haben gesehen, was Sie in der Zuflucht erreicht haben. Die Kontrolle über einen Reaper ist was anderes. Eine bedeutende Hürde. Aber dank der Proteaner VI kann ich meinen Plan nun in die Tat umsetzen. Der Katalysator. Ja. Was ist der Katalysator? Und wie wollen Sie damit die Reaper kontrollieren? Fragen Sie die VI doch selbst. Ich helfe Ihnen nicht mehr. Seit wann planen Sie das? Sie glauben, weil ich die Taktik des Feindes benutze, bin ich automatisch nicht gegen ihn? Alles, Shepard. Alles, was ich getan habe, sollte die Menschheit über die anderen Spezies unserer Galaxie erheben. Und über die Reaper. Wenn Sie wirklich alles tun wollen, dann übergeben Sie den Katalysator. Mit dem Tegel können wir das hier beenden. So einfach ist das nicht. Oh doch. Wir bekämpfen uns gegenseitig, während die Reaper die Erde erobert haben. Das muss aufhören. Ihr Idealismus ist bewundernswert, Shepard. Aber letztlich sind unsere Ziele einfach zu verschieden. Ich glaube immer noch, dass die Vernichtung der Reaper der größte Fehler von allen wäre. Und nichts, was Sie sagen, wird mich je vom Gegenteil überzeugen. Cerberus ist vernichtet und Sie glauben noch immer an Ihren Erfolg. Kein Wunder, dass Sie das sagen. Sie haben nie an uns geglaubt. Cerberus ist mehr als ein Gebäude oder die Leute darin. Cerberus ist eine Idee. Ideen zerstört man nicht so einfach. Außerdem habe ich bereits, wonach Sie noch suchen. Edie? Ich bin gleich soweit. Edie, es überrascht mich, dass Sie so darauf aus sind, die Reaper zu vernichten. Hören Sie nicht auf ihn. Sie hätten Ivas Körper zerstören können, aber jetzt kontrollieren Sie ihn. Es war notwendig. Ja, ganz genau. Ich hab's. Online. Sicherheitsgefährdung entdeckt. Viel Spaß bei Ihrem Gespräch. Aber übertreiben Sie es nicht. Wollen Sie mich etwa von den indoktrinierten Mächten befreien? Ja, ich muss wissen, was der Katalysator ist. Sicherheitsprotokolle wurden deaktiviert. Ich füge mich. Der Katalysator verstärkt Übertragungen dunkler Energie und koordiniert das Massenportalnetzwerk. In Ihrem Zyklus nennt man ihn Citadel. Was? Der Katalysator ist die Citadel. Warum haben Sie das nicht früher gesagt? Es wurde befürchtet, die Reaper würden den Katalysator zurückerobern, wenn sie um seinen Zweck wüssten. Ich bin programmiert, diese Information zurückzuhalten, bis der Tegel fertig ist. Er ist voll einsatzbereit. Bringen wir ihn zur Citadel. Das ist vielleicht nicht mehr möglich. Warum nicht? Dieser Unbekannte, der meine Sicherheitsprotokolle deaktiviert hat, ist zur Citadel geflohen und hat die Reaper über unsere Pläne informiert. Verdammt! Dann ist die Citadel in Gefahr. Die Reaper werden sie übernehmen. Es ist soweit. Die Citadel wurde in ein Gebiet unter Reaper-Kontrolle verlegt. Verlegt? Wohin? In das System, das sie Sol nennen. Die Erde. Korrekt. Die Reaper sammeln jetzt ihre Kräfte am Katalysator und schützen ihn um jeden Preis. Die Chancen auf Zugriff sind minimal. Wir hätten uns den Reapern ohnehin direkt gestellt. Wo das stattfindet, ist eigentlich egal. Wir bringen den Tegel zur Erde. Hoffentlich haben Sie Erfolg. Edie, ich brauche Hackett. Er... Nicht so schnell. Sie? Sie sollten doch nicht zu lange bleiben.
Sie setzen Reaper Deck ein. Ich bin nur langsam, weil ich nicht weglaufe. Mach ich. Sie sind auf der Citadel geflohen. Wir sind auf Petya geflohen. Halt dir den Mund! Vielleicht, vielleicht nicht. Aber Sie werden es auf jeden Fall nicht mehr erleben. Das war für Miranda, du Hurensohn. Die Citadel ist in Position. Die Reaper bereiten die Ernte ihrer Spezies vor. Ich halte sie auf. Dafür ist es zu spät. Ich empfehle die Bereitstellung von Informationen. Ich halte sie auf. Nur schlecht. Haben Sie das von der Citadel gehört? Gerade eben. Wissen wir, was vor sich geht? Warum sie hier ist? Die Citadel ist der Katalysator. Und dank des Unbekannten wissen die Reaper jetzt, dass wir es wissen.